Tag 5, Montag. Bis dass die Magnumantik uns scheidet. Aha. Wir haben den Ring. Wir beginnen mal einen Tag mit Ring und mit Errungenschaft freigeschaltet. Tag 5. Haben wir. Was? Was ist passiert? Ach, komm schon. Was ist denn hier los? Erinnerst du dich wirklich an gar nichts mehr? Mann, das war wirklich super romantisch. Oh Gott, scheiße. Eine scheiß Saufnacht. Wach auf, Randall, wach auf. Ist schon wie ein Traum, oder? Als du mir den Ring gegeben hast, dachte ich, du spinnst doch. Wir waren so besoffen, dass wir hier den Ring gegeben also haben. Den Ring gegeben? Ging alles ziemlich schnell. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du gar nichts mehr weißt. Und ich auch nicht. Was ist mit Matt? Ach, weißt du, das hatte eh alles keine Zukunft. Ich habe mir schon immer gewünscht, dass du mir einen Antrag machst. Oje. War vielleicht nicht so nett, das vor seinen Augen zu machen, aber vielleicht ist es so das Beste. Wenn der sich nicht umbringt, jetzt nachdem wir sie jetzt als Freundin haben. Wir haben den Ring, wir haben sie als Freundin. Wow, das läuft ja hier an Tag 5 ziemlich gut. Weißt du, der Ring, den du da trägst, das ist kein gewöhnlicher Ring. Ja, stimmt, der ist wunderschön und ganz allein mein. Und ich brauch den so wieder. Glänzend. Glaub nicht, wir haben den Ring nicht. Nie langweilig wird. Sally, du bist heute echt komisch. Ich glaub, wir müssen sie in Franz Freundin behalten. Logisch, und dürfen sie nie das loswerden. Ist das haben wir den Ring. Außerdem bin ich wegen der Hochzeit etwas nervös. Hochzeit? Ja, nein. Einfach, ich könnte was zum Hängen. Sehr witzig, Randy. Ach du Schande. Ich nehm den nicht ab. Das ist kein Witz, Sally. Nimm ihn ab, bitte. Nein und nochmals nein. Hör auf damit. Wie verliert sie? Weißt du, der andere Antwortmöglichkeit möchte ich gar nicht. Matt? Warum? Muss ich das wirklich erklären? Oh, Liebe kommt, Liebe geht. Das passiert jeden Tag. Sally, kennst du Matt wirklich so schlecht? Du weißt, wozu er fähig ist. Was soll der schon anstellen? Ja, er wird sich, er könnte sich... Matt ist ein Schwätzer. Ja. Randy ist ein Macher. Vielleicht könnte nicht sich einfrieren, sich den Kopf in den Mikrofon stecken. Du machst dir zu viele Lacken, Sorgen. Scheren, Kopf stecken, er könnte aber dass dir deine Freunde so wichtig sind, ist echt... Sich selbst mixen. Oh Gott, ich glaub's nicht. Ich auch nicht so ganz. Ist schon irre, oder? Wir müssen anfangen, die Hochzeit zu planen. Die Hochzeit. Ja klar. Die Zeremonie, die Blumen, das Essen, die Musik, die Dekoration, den Pfarrer, die Flitterwochen. Wir müssen sofort anfangen. Was? Wir haben eine Menge zu tun und alles muss perfekt sein. Ja. Das ist der wichtigste Tag meines Lebens. Da darf nichts schief gehen. Es ist bereits alles schief gegangen. Was? Randy, sag doch nicht sowas. Ja, geh Randy? Out. Echt jetzt? Randy? Jetzt werd ich gleich so grummelig. Ich weiß, dass es dir gefällt. Damit bin ich sowas von raus. Puh, hasegartig. Ich bin noch nicht bereit zu heiraten. Ich hab die Verlobung nicht mehr mitbekommen. Hör zu, Sally, ich glaube, das ist ein Riesenmissverständnis. Ja klar, ich hatte ja ganz deutlich gesagt, dass ich wassermelonenrote und limettengrüne Kleider für meine Brautjungfern will. Nicht Erdbeere und Minzgrün. Aber das kommt schon noch. Puh. Ja. Übrigens musst du deinen Anzug anprobieren. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich dafür Zeit habe. Was soll das heißen? Ich muss mich um Millionen Sachen kümmern und du hilfst mir kein bisschen? Eher Streit. Ich will doch nur, dass du deinen scheiß Anzug anprobierst. Ist das vielleicht zu viel verlangt? Okay, ich schau mal. Schon besser, Baby. Das wird ein wunderschönes Hochzeitsfest. Ja. Bin gleich wieder da. Süße. Okay, aber verlassen Sie nicht das Land oder wir müssen Sie umlegen. Ich muss das Land verlassen. Geht klar.
Ich verlasse jetzt mal das Land. Ja, genau hier. Einfach mal hier die Leiter runter, die Treppe runter. Oh, Kuchen. Kein Hunger. Nicht. Aber ins Inventar stecken kannst du das. Es riecht echt gut. Das können wir bestimmt noch gebrauchen. Ist schnell weg, bevor wir ertappt werden. Irgendwofür wird der noch nützlich sein. Der Kuchen. Rein da. Ins Wohnzimmer. Na, das nenne ich ja mal ein Clusterfuck. Ich muss Matt finden und ihm erklären, dass das nur ein Missverständnis ist. Auf jeden. Joa. Das altgewohnte Zimmer hier. Da werden wir leider nicht mehr lange was von haben. Zeitung, ja, die müssen wir lesen, das gehört dazu. Matt, wie er lebt und... Oh. Naja. Lebt? Wahnsinnige Terrorisierungsnachbarschaft. Maniac Travises Neighborhood. Ja, was heißt das? Aha, also er hat sich noch nicht umgebracht, aber er ist wahnsinnig geworden. Ja. Everything is calm and dark in town. Es ist ruhig in der Stadt. Ich fasse mal zusammen. Leute, Skandal. Okay, da hat er sich eingefroren. Und einmal hat er sich einen Mixer und einmal einen Backofen. Und jetzt ist er wahnsinnig. Montag. Immer noch. Es hilft sicher nicht, sich grün anzuziehen und sich auf die Suche nach dem Triforce zu machen. Jedenfalls im Moment nicht. Och, das würde einiges helfen. Oh, ja, wir können ja jetzt hier in das Zimmer vom Mortimer. Der hat eine wunderhübsche Drachenlord-Statue in seinem Zimmer stehen. Irgendwie schon. Also, Anzug. Ich habe also einen Anzug, davon wusste ich ja gar nichts. Jetzt gerade nicht. Also in den Flur. Haben wir immer noch Vermieterprobleme oder? Oh, sieht das jetzt hey, aus? Miss Opfer, was zum Hell, was? Mrs.? Es wird alles immer Gummi? Verrückter. Was ist los, Junge? Du schaust, als hättest du mich noch Ach du Scheiße. Naja. Reiß dich zusammen, Junge. Du wirst schließlich mein Schwiegersohn. Oh. Du weißt es dabei, weil ich eben. Echt jetzt? Hören Sie, wegen der Miete, ich. Lass mal, mein Sohn. Jetzt, wo wir eine Familie sind, brauchst du dir um die Miete keine Sorgen mehr machen. Eine Familie. Konzentrier dich mal ganz auf die Hochzeit. Ja. Was das angeht, ich will die Scheidung. Mrs. McConey? Irgendwas ist anders an Ihnen, Mr. Mrs. Marconi. Oh, schönen Dank für die Blumen, mein Lieber. Neue Frisur, gefällt's dir? Klar, sieht ja scharf aus. Ich will an eurem großen Tag umwerfend aussehen. Na, das klappt ja schon mal. Mich haut's gleich aus den Socken. Haha, die frohe Erwartung bringt dich fast um, was? Ja. Die frohe Erwartung. Ich glaube, mein Hirn kann das alles gar nicht richtig verarbeiten. Ach, du hast nur kalte Füße, Junge. Das ist normal. Sieh mal, es ist doch bloß der Anfang eines ganz neuen Lebens. Ich glaube, mein Brustkorb explodiert gleich. Mann, Hicks, dein Humor gefällt mir immer besser. Warte erst mal, bis du Sally den Kirchengang runterkommen siehst. Das ist die Mutter von ja. Sally. Ich muss jetzt mal los, einen Anzug besorgen. Ich will richtig gut aussehen. Es aber wird Junge, immer eine Ehe abwägen. Ist nichts anderes als jede andere Beziehung auch. Man bekommt heraus, was man investiert hat. Merkt ihr das?
Mann, was für eine üble Scheiße. Wie kommt Sally in mein verdammtes Scheißbett? Und was war das für ein Monster im Haus vor? Fick mich seitwärts. Naja, muss unbedingt mit Matt reden und alles klarstellen. Das spricht ziemlich aus. Ich meine, das ist das, was er sich irgendwie immer gewünscht hat. Ich meine, eine Beziehung mit Sally hat er sich gewünscht, er meinte. Aber ja, gut. Blumentopf. Warum zum Geier sollte ich einen kaputten Blumentopf mitnehmen? Kannst du ja für die Hochzeit aufheben. Ei, Rende, wo hast du dich da reingegeben? Oh. Handschuh. Der Dinger. Der Dingens ist weg, der. Bobs Handschuh. Der. Ja, der Bob ist weg. Der Heimwerker. Videotheke hat immer noch zu. Das Loch ist schon eine ganze Weile zu. Schade eigentlich. Ich hatte sie am Tag offen. Irgendeinen Tag macht sie bestimmt auf. Jugend. Wieder zur Arbeit oder was ist jetzt die Mission? Versuchen wir es mal im Risen Express. Mal wieder auf Arbeit gehen. Ach, keine gute Idee. Letztes Mal war Phil richtig happy. Ich will ihn eine Weile so in Erinnerung behalten. Außerdem habe ich jetzt keine Zeitpakete auszuliefern. Ich muss diesen vieräugigen Irren finden, bevor er die ganze Stadt in die Luft jagt. Stimmt. Die Scheidung muss einreichen. Nein. Doch. Oh, die Seifelkunde ist cancelled. So, Mayor, hast du zufällig einen Anzug? Na? Hallo? Hallo, Pater Ryan. Reden Sie? Hä, was? Seit wann reden Sie? Was? Was zum Geier ist los mit dir? Du siehst noch verblödeter aus als sonst. Das muss ein krasser Fall von Quecksilbervergiftung sein. Ja, das muss es sein. Kopfkratz. Moment mal. Du hast die ganze Mercury-Cola ausgetrunken? Bis zum letzten Tropfen. Der Kühlschrank ist kaputt. Da blieb mir nichts anderes übrig. Aber warum willst du dich umbringen? Hast du eine komische, unheilbare Krankheit oder was? Ich fragte, warum du lebensmüde geworden bist, Mel. Hallo? Kann ich was für dich tun? Ja, ich brauche eine Dose Mercury-Cola. Klar. Oh, warte mal. Hab keine mehr. Habe ich einfach alle getrunken? Scheint okay, so. Das bringt mich sicher um. Aber ich bin so high, das ist mir scheißegal. Scheint mir fast so. Ich glaube, in dem Zustand kannst du mir nicht helfen. Ich verziehe mich. Aha. Irgendwie hat's ihn fertig gemacht. Kaugummiautomat. Das muss ich nicht nochmal machen. Nicht. Gut, wo kriegen wir einen Anzug her? Nasenschnief. Sorry, ich bin leicht erkältet. Ich schniefe ein wenig. Oh. Seinen Bob und Jay. Der schon wieder. Die schon wieder. Ach so, ja, gut, das. Vielleicht hast du einen Anzug für mich. Ich habe ihn noch nie angefasst und ich fange jetzt bestimmt nicht damit an. Ja, sehr gut. Hey, was geht, Charlie? Siehst ziemlich fertig aus. Bring mich einfach um, Randall. Ich kann diesen Song einfach nicht mehr ertragen. Das können wir einrichten. Hast du Matt heute schon gesehen? Nein, warum? Habt ihr mal wieder gestritten, wer von euch die hübschere Braut abgeben würde?
Ich sag's dir, Matt hat eine gewisse weibliche Grazie an sich. Nee, das ist es nicht. Matt hat sich besoffen und treibt sich jetzt rum. Alles wegen mir. Möglicherweise habe ich ihm echt übel mitgespielt. Ach, Scheiße. Dann weißt du ja, wie das ausgeht. Die Bullen werden ihn wohl mit die Maschine im Hintergrund. Entspann dich. Es wird schon wieder, weil ich ihn finde, bevor er irgendwas Dummes anstellt. Na klasse. Dann sehe ich euch ja heute Abend in den Nachrichten. Ja, oder bei der Hochzeit. Hast du es mit Steckerziehen probiert? Ja, aber es hört nicht auf. Irgendjemand muss letzte Nacht hier eingebrochen sein und mein Sicherheitssystem lahmgelegt haben. Was haben sie denn mitgenommen? Sieht alles ganz normal aus hier. Die haben den Super Zuckerschnecke Unterwäschekatalog von 1972 mitgehen lassen. Wird das wohl wahr? Wer immer das auch war, die wussten genau, was sie treiben. Oh Scheiße, der ist ein Vermögen wert, oder? Keine Sorge, ich bin versichert. Nur der Song macht mich irre. Ich krieg das nicht abgeschaltet und der Techniker kommt erst morgen. Tja, Kopf hoch, Kumpel. Das kann noch eine Ewigkeit dauern. Bis morgen ist hier nur eine Weile. Ich weiß, das habe ich schon mal gesagt, aber mir gefällt der Song. Tja, du hast ja auch einen scheiß Musikgeschmack. Ich würde dir ja in die Eier treten, wenn ich nicht ernsthaft in Erwägung ziehen würde, mir die Ohren abzuschneiden. Komm schon, Charlie, das ist ein Klassiker. Mach dich locker und genieße es. Da. Das geht doch ins Ohr, ne? Wenn es nicht in Zeitlupe wäre. Es tut mir leid, Charlie, aber ich will mein Gewissen nicht mit noch einer Leiche belasten. Dann lass mich mit meinem Elend allein. Du hast wohl zu tun. Bis später. Okay, ich habe noch keinen Plan, wo wir einen Anzug herkriegen können. Von euch vielleicht. Na, was geht hier, Typen? Typen? Wer zum Geier bist du denn? Mach dich locker, Kumpel. Hab mich nur gefragt, was ihr hier so treibt. Wir kennen dich nicht mal, Kumpel. Also verpiss dich. Ach was. Warum so angefressen? Wir trauen Fremden nicht. Du könntest ja so ein scheiß Bulle sein oder so. Komm schon. Sehe ich wie ein Bulle aus? Keine Ahnung, aber die Typen sind überall. Ich hab eine Marke und hab's dir schon glauben, ich bin kein Kopf. Was denkst du, Mann? Okay, wir trauen dir. Also, was zum Geier willst du? Nichts. War nur neugierig. Tja, Neugier ist nicht immer gesund. Tja. Dein Kumpel hier ist schon einer von der stillen Sorte, hm? Der kleine Scheiße? Der spielt nur eine Rolle. Aber weißt du, ich bin ja mehr so der Party-Typ. Die ganze Schweigerei geht mir ziemlich auf die Eier. Sag was, du kleines, fettes Arschloch. Irgendwas. Siehst du? Der Wichser geht mir so richtig auf den Sack. Aber ich liebe ihn trotzdem. Auf komplett heterosexuelle Weise, versteht sich. Ja, verstehe. Was soll ich sagen? Wir respektieren uns gegenseitig. Das ist das Geheimnis, Mann. Ohne Respekt geht in dieser Freundschaft gar nichts. Das ist definitiv heterosexuell. Ja, ihr seid uns allen ein Vorbild, ganz sicher. Ich hatte in letzter Zeit ja Probleme mit meinem besten Freund. Tja, da erwächst nichts Gutes draus, Mann. Freundschaft ist wie eine Pflanze. Vielleicht sollten wir zu dem mal gehen. Muss man ab und zu gießen, sonst vertrocknet sie. Ja, kann mir schon vorstellen, was für eine Pflanze du da meinst. Du hast echt eine versaute Vorstellung. Weiß nicht mal, wie du das gemeint hast. Okay, dann lass ich euch mal weitermachen. Man sieht sich. Man sieht sich, Kumpel. Snoogans. Ja, klar. Snoogans. Wow. Warum ist denn mein Gesicht auf den Plakaten? Schmutzige Spielchen, ne? Na, dann kann ich nicht einfach so rein. Tja, müssen wir irgendwann mal einbrechen. Dies nachts. Gehen wir mal zum Herzflug. Warum nicht? Ach, der sagt schon wieder. Der kleine Fratz hier. In Luftballons. Hotdog-Typ. Ne, ich geh erstmal zum Matt rein. In der Wohnung. Dann mal reinschauen. Den Verrückten besuchen. Ich krieg sie nicht auf. Die ist abgeschlossen. Ich muss da rein, bevor es zu spät ist. Klingeln. Ich hab hier noch nie angeklopft und ich fange jetzt ganz bestimmt nicht damit an. Ja, wie denn dann, Stapelzeitung? Das ist einfach nur dumm. Kombiniere alles mit allem. Wir müssen da rein. Ja, die Tür vielleicht irgendwie aufstemmen. Das funktioniert so nicht. Ich wollte gerade sagen, sag nicht, das geht.
mit der anderen Karte? Na klar, shit, das geht. Die Karte ist kaputt gegangen. Muss wohl anders hier reinkommen. Matt? Matt, bist du da? Oh. Hey, was soll das Geschrei? Wenn Sie nach Matt suchen, da sind Sie leider zu spät. Was soll denn das heißen? Der ist vor 5 Minuten weg. Der war völlig hinüber und meinte, er geht in die Bar weitersaufen. Dem ist nicht mehr zu helfen. Man soll Leute nicht an ihren Taten messen. An was denn dann? Naja, an ihrem Aussehen vielleicht. Dann mal ab in die Bar. Es war ja klar, dass der sich tot aufhält. Tja, also. Ab in die Bar. Clayton's Cave. Das Radio läuft, Musik spielt. Wo ist der Kollege? Elaine? Aha. Scheiße, bist du das? Na, was glaubst du denn? Ja. Hallo? Mann, jetzt würde ich sogar Eintritt bezahlen. Wenn du anfangen willst, hier Scherze zu treiben, dafür bin ich nicht in Stimmung. Oh, Kaufkraft. Kann ich was für dich tun? Es wird seltsam. Was meinst du? Kleines Tänzchen? Nein, Randall. Ich will kein kleines Tänzchen. Kann man nicht mal mit seiner Lieblingsbedienung tanzen? Übrigens, du siehst heute echt ultra scharf aus. Lass es, Randall. Oh, und hör auf, so zu sabbern. Ich bin es so leid, deine Körperflüssigkeiten aufzuwischen. Aber echt. Entschuldigung, ich... War nur ein Witz, Blödmann. Okay. Wow. Momo hat sie auch. Jackpot. Ich glaube, das klappt nicht. Wie wär's denn mal mit einem Date? Ein Date? Mit wem? Irgendein Freund von dir? Ist der so witzig und so vorkommt wie du? Könnte man so sagen. Den wie ist er denn so? Ich bin echt gespannt. Tja, du schaust ihm geradewegs ins Gesicht. Du und ich. Ein Date? Klar. Warum nicht? Du und ich. Wir beide? Eine Taufe hast ihn dann geblöckt. Lustig. Lustig? Ich müsste so oft duschen wie Meryl Streep in Silkwood, damit ich den Randall-Gestank wieder loswerde. Hey, der war aber echt unter der Gürtellinie. Tut mir leid. Ja. Verzeihung. Du hast doch gerade gesagt, dass ich nett und lustig bin. Ach komm schon, Randall. Hast du schon mal was von Sarkasmus gehört? Du und ich zusammen? Bullshit. Du findest mich hässlich, stimmt's? Nö, verstehe keinen Sarkasmus. Am Anfang dachte ich, du wärst eigentlich ganz niedlich. Aber als ich dann einen Blick in deine finstere Seele getan habe, sie hat mir die Seele geschaut. Du bist Abfall. Das weißt du auch. Hey, du bist schlimmer als Abfall. Du bist wie radioaktive Schlacke. In deiner Nähe zu sein könnte einen umbringen. Hey, was ist dein Problem, Elaine? Was ist deins, Randy? Ich weiß von dir und Sally. Dein bester Freund ist am Boden zerstört und trotzdem versuchst du, mich hier anzumachen? Ich würde dir ans Gesicht spucken, aber mir bleibt echt die Spucke weg. Weißt du, ich kenne Sally schon sehr lange und ich habe keine Ahnung, wie du sie rumgekriegt hast. Aber eines sollte dir klar sein. Du ruinierst Leuten das Leben. Ich weiß, verdammte Scheiße. Ich will's ja eben wieder gerade biegen. Tja, da bist du ziemlich scheiße drin. Stimmt auch wieder. Hast du Matt irgendwo gesehen? Leider habe ich das. Der ist schon eine Weile weg. Völlig fertig, der Ärzte. Den finden wir wohl nicht mehr. An einem Stück. Gutes Zeichen. Der tobt hier durch die Der war durch die am Boden Stadt zerstört. Den habe ich noch nie so erlebt. Weil du ihn nicht nach X-Men 3 gesehen hast. Aber egal, das meinte ich doch gar nicht, als ich an einem Stück gesagt habe. Verstehe ich nicht. Egal. Hat er irgendwas gesagt? Tja, wir haben eine Weile geredet. Du bist nicht besonders gut weggekommen. Ja. Ich versuch's doch wieder gerade zu biegen. Tja, du machst das nicht besonders gut. Glaub mir, es könnte schlimmer sein. Immerhin hat er seine Küche heute noch nicht umdekoriert. Noch nicht. Ja. Egal. Kann noch passieren. Konzentrieren wir uns aufs Positive. Ach, es gibt was Positives. Du siehst absolut geil aus. Das ist doch was Positives. Ja, das hast du schon mal gesagt. Lass das bitte, ja? Okay, und wir sind zurück irgendwie mit... Was war los? Tja, er hat alle 10 Minuten Pitcher Bier bestellt. Dingens. Bis er ohnmächtig geworden ist. Du weißt schon. Dann hat er alle 5 Minuten Pitcher haben zusammen. Wollen.
Danach hat er hier alles vollgekotzt und ist gegangen. Hat er gesagt, wo er hin wollte? Er hat so einiges gesagt, aber ich habe kein Wort verstanden. Er hat also gekotzt. Aber hier riecht's gar nicht nach Zeitung. Sehr aufmerksam. Das hat er auf dem Klo erledigt. Auf dem Klo? Komisch. Das passt gar nicht zu ihm. Glaub mir, ich hab's gehört. Wenn 1000 Leute gleichzeitig am Kotzen sind, höre ich Metzgewürge immer noch raus. Okay, also, wegen dieser anderen Sache. Du siehst heute echt super aus, Henry. Das sagtest du. Umwerfend. Die Leier schon wieder? Lass das bleiben. Ich kann nichts dafür. Ich meine, naja, ich muss mich noch um ein paar Sachen kümmern. Ich komme später noch mal vorbei, ja? Kann's kaum erwarten. Gut, darf man kurz ihre Toilette benutzen? Das müssen wir mal gucken. Oh. Eine Gefahr, aber kurz. Nee, komm, das ist ekelhaft. Das ist ja wohl das Widerwärtigste, was jemals von mir verlangt wurde. Jo. Der Cake ist a lie. Das schon wieder. Ich will nicht mit einem Objekt reden. Aha. Mich hat man auch reingelegt. Ich habe auch geglaubt, dass der Kuchen keine Lüge ist. Das stimmt. Das ist mit das Ekligste, was ich je gehört habe. Ich dachte, das wäre das Ekligste, was du je gehört hast. So was Widerliches habe ich selten gehört. Jo. Mir ist gerade nicht danach. Spinnst du? Ist ja eklig. Jo. Da scheint irgendwas unter der dicken Schicht Kotze zu sein, die sicher von Matt stammt. Aber was ist das? Hoffentlich nicht der Ring. Fährst du jetzt dahin, oder Spinnst was? Spinnst du? Ist ja eklig. Gut. Schön die Hände waschen. Joa. Nochmal in die Kiste. Ups. In die Nachdenkkiste. Die Grübelkiste. Grübelidei. Naja, vielleicht erstmal hier längs. Zurück. Zurück zum Anfang. Warum nicht? Das kann immer helfen. Einfach mal. Tür. Nichts für mich drin. Dem Fremden redest du immer noch nicht. Ich versuche ja immer, dem Gespräch mit Fremden aus dem Weg zu gehen. Ist klar. Oh. Ich komme nicht ran. Ach so, aber hier mit. Das ist ja eine ganz ernsthafte Angelegenheit. Jo. Das Ding sollte ich mir patentieren lassen. Ist echt cool. Jo, solltest du. Auf jeden. Handschuh. Damit können wir doch bestimmt metertief ins Dorset greifen, oder nicht? Ganz logisch. Clayton's Cave. Na, das muss doch. Das wäre doch ein super Ende für diesen Port. Das wäre doch hier. Hat so super begonnen. Kann es doch super enden. Ein bisschen im Klo rumfischen. Na komm. Jetzt will ich aber hier was sehen. Jo. Das hier wird mich für immer verändern. Definitiv. Oh. Auweia. Ui. Na, was hast du denn? Oh, du steckst in die Jacke. Genau. Frisch aus dem Klo geholt. Matt ist also zu Dr. Johnson. Da muss ich dann wohl auch mal wieder hin. Schau so aus. Da wissen wir wohl, wo unsere nächste Station ist. Beim Doc.